Herzlich willkommen. Dies ist mein erstes Video zur Serie Selfcare, tu dir was Gutes. Und wir fangen gleich an. Du kannst entweder so sitzen wie ich, vielleicht auch auf einem Kissen oder auf deinen Knien. Und wir fangen gleich an mit den Händen. Nimm die Hände einfach ineinander und fring sie sozusagen fast aus. Zieh sie so auseinander und gegeneinander. Ja, die Hände sind oft verspannt, verschlackt sogar, ja. Da, obwohl wir sie viel bewegen, aber vielleicht nicht sinnvoll bewegen, nicht richtig bewegen, hängt da was. Also knete das aus. Dann nimm dir die Finger selber von der Basis, drück sie zusammen und zieh sie erstmal raus und spür mal, oh, da zieht sogar noch mehr. Der Finger wird länger und verbundener bis zum Ellbogen. Zieh noch einmal, drücke und mach eine Rundung. Mach den Finger rund, nicht nur lang. Zieh dann den Zeigefinger, zieh nochmal hier und vielleicht spürst du sogar bis zum Kiefer. Und wieder drücken und rund. Und dann noch einmal drücken und noch einmal. Tut auch bei manchen fast ein bisschen weh, ist aber dann auch angenehm, weil es ist fast, als würden wir die Zwischenräume, diese Faszien, die wirklich flüssig auch sind, ausdrücken und alte Schlackenstoffe abtransportieren. Jetzt schüttel mal die eine Hand nur ein bisschen aus und probier wirklich mal alle Finger locker zu lassen. Richtig locker, das ist nicht so einfach, deswegen muss ich lachen. Gut, und dann spür nochmal nach und schau auch mal die Hände an. Es ist ganz lustig, die haben eine ganz andere Form, manchmal eine neue Farbe gekriegt. Gut, und dann geh zur anderen Hand und zieh nochmal den Daumen wirklich nicht nur aus der Mitte, also aus der Basis, sondern richtig aus der Hand raus und spür, wo es da zieht. Der Daumen ist bis zum Bizeps verbunden und dann eine schöne Kurve in den Daumen, bis der Fingernagel klickt. Zeigefinger, Mittelfinger, zieh wirklich, drücke und forme. Damit formen wir die Faszien. Es ist jetzt nicht nur eine Massage für die Muskeln, sondern für das Fasziengewebe in der Hand und der kleine Finger. Jetzt beide Finger, beide Hände gleichzeitig mal ausschütteln, weil das dann ganz effektiv ist. Ne? Und nochmal schauen, kannst du beide Fingerseiten, beide Hände locker lassen, vielleicht sogar die Unterarme. Auch dieses Schütteln ist so super für die Zwischenräume der Muskeln und des Gewebes, der Faszien. Gut, und noch einmal auskneten, vielleicht fühlt sich das jetzt sogar schon anders an. Gut. Jetzt gehen wir gleich weiter, dafür komme ich ein bisschen näher. Und wir wollen die Hand eigentlich wieder so ein bisschen ihre Natürlichkeit bringen. Und die natürliche Form ist eher entspannte Finger und eine ausgehöhlte Hand. Deswegen gehen wir hier jetzt, fangen wir an der Basis vom Unterarm zum Handfläche. Und schauen, manchmal knirscht das da sogar. Hier, wo wirklich Verklebungen sind. Und geben die nicht nur, drücken da nicht nur drauf, geben die alte Form zurück und formen hier in die Mitte der Handfläche. Beobachte mal, ob du deine Finger aktiv halten musst, spannen musst oder ob die ganz entspannt rund sein dürfen. Das ist auch eine Sache, die kannst du immer wieder machen. Das tut der Hand total gut. Hier gehe ich jetzt in die Mitte der Hand, vielleicht hast du das schon gesehen, und probiere es wirklich hier richtig auszuhöhlen. Ja? Und davon, das ist wie so die Mitte der Sonne, es gehen dann die Finger in die Beugung. Nicht die Finger von den Fingerspitzen, sondern mehr von der Mitte der Hand. Okay, knete das nochmal so richtig durch, als würdest du der Handfläche eine Form geben, dass sie dann gleich einen Apfel greifen kann. Gut, und dann spür mal nach, wenn jetzt die eine Hand bewegst, die andere, ob da schon was anders geworden ist. Und dann geh genau zur anderen Seite und kann natürlich sein, dass das hier noch ganz anders anfühlt. Wirklich hier nochmal die Hand. Das
Handgelenk im Grunde, ja, die Mitte zwischen Daumen und kleinen Finger und dann gleich weiter. Ich sehe das immer so, wie als ob wie so ein Wasser in so eine kleine Pfütze fließen würde hier durch diese Rinne. Und probier das da auszuhöhlen. Probier wieder die Finger rund zu haben, ohne sie zu halten. Das ist die Kunst dann nachher. Wenn wir im Bowspringen die Handhaltung machen, überspannen wir niemals die Finger. Wir wollen überhaupt die Gelenke eher locker lassen oder eher in runden Formen lassen. Also höhle diese, was ich vorher Pfütze genannt habe, richtig aus und entspann die Finger. Gut. Und fühl nochmal nach. Und dann gib die Fingerkuppen richtig ineinander. Schieb sie ineinander, ohne zu spannen, ohne zu drücken, nur so ein bisschen. Und spür, wie so ein kleiner Druck gleichzeitig eine Weite hinten in deine Rippen hier schafft. Also nicht so drücken, sondern ganz sanft. Du spannst sozusagen ein Fasziennetz auf durch einen Druck. Und eine Weite gleichzeitig. Also schieb die Hände ineinander und denk jetzt, hier in der Mitte der Hand ziehst du auseinander. Die Ellbogen weiten sich und deine Rippen weiten sich. Spür da mal rein und dann schließ mal die Augen. Und für einen Moment lass nochmal los. Die Finger drücken noch leicht. Entspann mal die äußeren Schichten. Probier mal auszuatmen und zu denken, meine äußere Haut lässt los. Schieb immer noch die Finger ineinander, weil das hilft dir, die richtige Aufspannung der Fasziennetze zu finden. Lass die äußere Schicht los. Jetzt atme nochmal ein ins Herz und atme so ein, dass die Rippen nach außen streben. Öffne die Augen und schau nochmal, wie ich das mache. Die Finger schieben ineinander und ich blase fast so einen Luftballon auf. Jetzt gebe ich die Hände ganz sanft, wie ich die Finger vorher gesagt habe, als würde ich Klavier spielen. Sanft gebeugt, zentriert in der Mitte. Und jetzt ziehst du von hier rechts und links die Rippen raus, lächelst von deinem Herzen und probierst nochmal so richtig von innen zu expandieren. Oh, ja, du musst mal fast so ein komisches Geräusch machen. Leg die Hände wieder ab. Spür nochmal nach, vielleicht mit Augen zu oder Augen auf. Du musst nicht so sitzen wie ich. Du kannst auch von Anfang an auf deinen Knien sitzen. Jetzt nimm einfach mal den Druck deiner Fingerkuppen weg. Entspann die Finger. Höhle die Hand aus, entspann die Ellbogen und die Schultern und schau, ob das einen kleinen Unterschied macht. Das war die erste Runde meiner Selfcare-Serie. Da wird es bald noch mehr Videos geben.